Hallo und herzlich willkommen zurück, hoffentlich zurück zu unserem zweiten Video zu, naja, dem ersten Einblick von WWE 2K18. Bray Wyatt begrüßt uns schon mit einem wunderschönen Grinsen oder was auch immer das sein soll. Eben haben wir, was haben wir gespielt? Seth Rollins gegen, ich habe Alzheimer, AJ Styles und Braun Strowman gegen Kevin Owens. Ja, und jetzt gehen wir mal aus dem 1-1 ins 2 gegen 2. Ja, normal. Und ich habe mal vor, ja, Seth Rollins haben wir eben schon gesehen. Wir spielen mal jetzt die Usos. Die Usos gefallen mir seit diesem Heel-Turn mit dem, obwohl ich kein großer Hip-Hop-Fan bin, mit diesem, ich nenne es jetzt mal Hip-Hop-Image, tausendmal besser als dieses alte samoanische, gesichtsbemalte Gedöns da. Finde ich um Welten besser. Auch auf jeden Fall richtig würdige Tag Team Champions. Ach, Tag Team Champion Kandidaten vorher. So, und jetzt nehmen wir mal als Gegner, die ich auch richtig gut finde. Cesaro und The Celtic Warrior. Sheamus. So, machen wir eine normale Raw-Folge. Und ja, das müsste schon gewesen sein. Entrance von Cesaro und Sheamus, jetzt dann nicht mehr mit den, also nicht mehr, sag ich schon, nicht mit den grünen Armeejacken, die sie jetzt momentan haben, sondern auch damals den alten, als Cesaro immer noch den Anzug sich zerrissen hat, wie so ein billiger Stripper. Der ist drin, auch cool gemacht auf jeden Fall. Ist halt klar, dass er die ganz aktuellen Sachen oder die neuen Änderungen bei so Spielen halt dann jetzt dann nicht mehr, oder nicht mehr, kann man jetzt auch nicht mehr sagen, aber die gibt es da halt noch nicht. Und los geht's. Den Entrance der Usos können wir eigentlich getrost wegdrücken, weil der eh nur von Musik begleitet wird, die ihr eh nicht hört. Philpa sieht da eh nicht. Ja. Ja, wohl. Na, kommen sie. Wie gesagt, nichts Besonderes. Aber wie gesagt, ich finde den, dieses neue Gimmick von denen finde ich echt gut. So, und jetzt kommen sie, die anderen zwei, den lasse ich mal noch ein bisschen laufen. Cesaro auch am Anfang mit seinem Typchen James Bond. Hier, Lauf, wie auch immer man es nennen will. Gedöns. Noch mit Schneidezähnen. Wirkt jetzt da ohne Musik natürlich an, war halb so beeindruckend. Ja, finde ich richtig gut gemacht, richtig gut gelungen, der Entrance. So, die Usos, keine Ahnung, wer wer ist. Weiß ich weder in echt noch im Spiel. Und dann fangen wir mal an. Und erstmal ein DDT zum Anfang. Und ein Kick in den Kopf. Samoan Drop. Ah, Konter von Cesaro. Let's touch on Cesaro a bit. Ah, kommt wahrscheinlich schon der erste Wechsel gleich. Team, being a good partner is as important as anything else. How can he do his part tonight in this one? I think this tag team is set to be one of the best in WWE. What I anticipate here is that his team will make Suplex. The most ah, verdammt zu spät. Mistakes made by his opponents to ensure Suplex vom mittleren Seil. The victors. Aber Konter von uns.
Throughout Cesaro's career, he's shown a physical dominance like we've never seen. Es bleibt Suplex. Entschuldigung, kein Post, es bleibt Suplex. Still seems a little early. Und the Russian leg sweep. Headed into this match, he and his partner look extremely competent. It's no secret that quick tags lead to success in the tag team division. And I'd say the quicker he can make that tag here, the better their chances of winning. Versuchen wir mal schon. Well, this certainly escalated in a hurry. I don't think any of us expected to see him fall behind so quickly. Komm, stimm auf. Wo ringe ich da? Hallo, ich wollte eigentlich rausspringen. Ah, geht doch. Schönes Ding. Was macht Jay? Oder, wir sind Jay. Was macht Jim? Einer gegen die Ringtreppe. Jetzt gehen wir mal rein. Sheamus hat keinen Bock, sich einzumischen. Steht der noch da unten? Der steht noch da unten. Boah. Hallo? Hängen geblieben, au. Ja. Seine Stelle wird jetzt aber langsam im Ring kommen. Ja, da je. Dann ist sein Ernst. Ja, jetzt Remo. Komm. Und ja, Konter, ja, jetzt aber natürlich. Und Konter. Tag mit Sheamus. Doppelteam-Action. Cesaro Swing. In den Dropkick. Coole Aktion. Und was ist mit Cesaro los? Hat der Blut gesoffen? Komm, ich würde auch gerne mal wechseln. Wir sind zwar noch ziemlich fit, aber trotzdem. Des Realismus halber. Wir machen einen doppelten Superkick. Schöne Sache. Wenn ich Touchpad drücke, kann ich hier den Gegner steuern. Jetzt drücke ich nochmal zurück, bevor Scheiße passiert. Und Griff in die Augen. Ah, und wir kontern auch wieder. Nicht mit uns. Devastation. Nein, zu spät, zu spät. Aber raus mit dir. Komm, Jay, kloppen. Schnapp dann noch. Oh, Flasche. Looking to make a much needed tag here. And if successful, we may be looking at a whole new match here. Au, au, au. Looks like Jimmy Uso starting to sweat here. And you have to assume his partner is just itching to get in there right about now. But it's still a little too early to get overly concerned here. If you ask me, they both seem pretty even as far as health is concerned. Wie heißt der? Dieser doppelte Simone Splash ging ja momentan immer als Finisher, als Take-Me-Finisher. Ah, schade. Sorry, muss gerade ein bisschen konzentrieren. Hat zwar nichts gebrungen, aber egal. Nein, wieder ein Slingshot. Jetzt müssen wir aber echt wechseln. Ja. Jetzt gucke ich mal gerade diesen doppelten Simone Splash, der eine von dem einen Ringeck macht und der andere von dem gegenüberliegenden. Ob der, steht nicht sowas da? Da stehen wahrscheinlich kein Combo. Na, stehen keine Take Team Finisher. Verdammt, hätte mich jetzt mal interessiert, ob die. Das habe ich wollte schon Clip machen, aber naja, egal. Und kein kurzgezogener DDT, sondern Konter von Sheamus. Sieht momentan gar nicht so toll für uns aus. Ja, jetzt zieht es wieder den Ring, bitte. Cesaro! In auf den Tag. Boah, die Heldenkonter von Cesaro. Ist klar. Konter von uns. Und wieder ein Russian Leg Sweep. No chance of staying up right after that one. Oh, Neckbreaker. Welcher von den zwei macht
einer von denen hat den Superkick als Finisher und einer hat, sorry, ich wieder gucken muss, Jay hat Superkick und Simone Splash oder Uso Splash. Uso Splash. Und Jimmy hat, glaube ich, nur den Uso Splash. Ich probiere nachher mit dem mal den, wenn es soweit kommt, Tag Team Finisher. Match, really tag soon. He's not looking good and at this point he has no option but to make it to his corner and get his partner in there. Zack. Guys, I wasn't anticipating this type of performance from him tonight. He's starting to look a little lost in there right now. Reversal. Oh. Cesaro showing his prowess. Und Konter von uns. He's too quick for him there. Cesaro, Comeback Move. Well ja. Desperately needs to make a tag here. I don't know. It's gonna be tough to make it to the corner. Fest. Hängen geblieben wieder mal. Na, Pilzen am Seil. Tequila Sunrise is applied. Here's his moment, Michael. Na, lass mal los, bevor er zum Kontern kommt. Ich bin eh so schlecht in Aufgabegriffen, Aufgabenmoves. Ab in die Ringecke. Jimmy Uso und Take Finisher. Ja, das ist dieser. Uso Splash! Das ist jetzt scheiße. Jetzt sind wir Jimmy. Jimmy soll erst wieder gucken muss. Jimmy hat nur den Uso Splash. Mit dem wollte ich es eigentlich probieren. Aber mit dem probiere ich es gleich. Superkick, Tequila Sunrise, Signature, Running, Running Hip Attack, okay, schön. Also Cesaro schon ziemlich angeschlagen, wissen wir, aber Sheamus auch mal, Sheamus ist noch viel zu fit. Ah, wieder, also wir kommen wieder gekontert, in den DDT, Cesaro blutet, und er kommt ein Hot Take, verdammt. Aber direkt ist es Simone Splash, also Simone Drop. Mein Gott, ist zu viel Simone für mich heute. He's sending a message to the ja, Konter. Cesaros Platz. Cesaro geht draußen rum. Nein! Na. And Sheamus reverses it. Und Jimmy starts rolling. Oh, der Konter, den Finisher. Zack. You look stupid, Ruf aus dem Publikum. Superkick. Ah, Cesaro ist dann fast wieder fit. Probier es trotzdem mal, aber. Oh, Konter von Cesaro. Von Sheamus. Oh, ein Fallaway Slam. Wicked Fallaway Slam. I can't believe it. He just kicked out. He showed up here tonight for a fight, and that's exactly what we are seeing. This is some great offense by Sheamus. Na, nein. Springer. Tag in. Ah, stimmt, komm, ich hab gekontert. Nie. Springer wieder Cesaro ran. Mit Cesaro mit einem Pro-Kick. Konter. Can he score the pin? Ah, wir sind nach so rausgekommen schon. War trotzdem gut, dass. Gonna be tough for him to fight back from this. Weil es ist ein Finisher gewesen, weil ich den ersten, ja, das erste Abklopfen mit Konter konnte. Das war los. Es geht nach Bayern. Was passiert hier? Ich kann mich raus nicht mehr bewegen, drinnen nicht mehr bewegen. Boah. So fast wie in echt, wenn sich zwei streiten. Kommt einer über das Seil geflogen. Ich habe momentan immer so Sprachaussetzer, weil ich mich jedes Mal konzentrieren muss. Und Konter von uns wieder. Zack! Nicht mit uns, Freund. Wow, Jimmy Uso just timed that perfectly. Oh, he goes down hard. Yeah, he's definitely starting to fade now. Immer dieser eklige Move, den ich immer mache. Ist ein bisschen fies, aber egal. Oh, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Das war nicht geplant. Ich wollte ihn eigentlich in den Ring werfen.
Jack Fincher geht durch. Ja, das ist wieder der gleiche. Nein, was macht der wohl? Ist doch nicht sein Ernst, was macht denn der jetzt am obersten Seil? Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Jetzt wird's eng. Jetzt wird's verdammt eng. Na gut, damit kann ich leben. Oh, das wird verdammt eng. Und kontern wieder. Wenn ich in zwei Finisher von uns gekontert, das wäre schon lang vorbei. Was für ein Schwachsinn, dass der da zum Jubeln anfängt, ne? Anstatt Sheamus wegzuklatschen. Oh, kommt doch von Cesaro. Nein. Oh, Jimmy, hilf uns doch. Ja, toll, jetzt fängt schon an wie so ein Idiot. Nein! This is going to be bad for Cesaro. Cesaro hat ein Signature. Ich bin gerade total überfordert. Boah, schon wieder ein Konter. Cesaro showing his prowess. Konter von uns. Und Konter von Cesaro. Konter von uns. Flips the script on him there. Wie ein Snap Suplex. Ich glaube, diesmal versuche ich es mit dem. Nein, das ist der falsche. Oh, wie ist der zweite Signature von dem? Verdammte Hacke. Signature. Ah, der Running Hip Scheißtrick. Der Running Hip Scheißtrick. So steht ja in jedem Wrestling-Lehrbuch. Running Hip Scheißtrick. Ah, muss ja schon eine Ringecke, zwei Mal gehauen, drei, vier Mal geklatscht gern. Ah, hier geht's so schon. If Jey Uso hits this, this one's over. Jey Uso is really going to work in there. So, aber Sheamus hat immer noch viel zu wenig Schaden. Da, wenn ich den jetzt wegklatsche. Und ich bin. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Menü heute reingehe. Welchen bin ich jetzt da von den zwei? Ich bin Jey. Jey hat wahrscheinlich einen Super. Doch, Jey hat einen Superkick. Ich versuche es an Gott. He's still not moving, guys. He might be out, Cole. Und er kontert. Boah. Oh ne, der Finisher. Here we go. Down with a face buster. That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. Hilf. This should do it right there. Ich bin gerade verzweifelt, man merkt. Es sieht ganz schlecht für uns aus, ganz schlecht. And it's Jey Uso getting out of that one. Look at this. He's going back to an old friend with that. Oh, 29. Jimmy draußen. Und Konter wieder von Cesaro. Oh, wieder Konter von Cesaro. Cesaro showing his prowess. Oh. Und Cesaro hat wieder ein Signature. He has him right where he wants him. Cesaro, most powerful man in WWE today. Pound for ah, zu spät. Ja. Multiple gut wrench Suplex, weil auch immer das Ding noch herrscht. Ja, Jimmy, kannst du mal noch draußen mal zu dir kommen? Rollout. Bei bestimmten Matchtypen mit mehreren Teilnehmern haben Superstars ihre Chance, aus dem Ring zu rollen, wenn diese niedergeschlagen wurden, während zwei Gegner im Ring stehen. Schneller erholen. Rollst du aus dem Ring, bleibst du neben dem Ring liegen, Rollerleiste füllt sich, es ist die Feuer, erholst du dich und erhältst eine Verbesserung, ist er orange, kannst du mit abbrechen, erhältst aber eine Beeinträchtigung. Egal. Oh, es gibt's doch nicht. His eyesight is clearly compromised.
Was lenkt er jetzt den Ring ab? Snake Eyes. Ja, klar. Und jetzt kommt bestimmt der Tag Finisher. Ne, kommt da nicht. Einmal schaffen wir es doch zu kontern. Und er kontert wieder. Wie viel Kontermoves hat der Kerl? Und wieder ein Gutwrench Suplex. Mein Gott, Cesaro gibt mir aufs Ei. There's the gut-wrench suplex. Never saw it coming. Na, jetzt kommt wahrscheinlich der Tag Finisher. Sheamus gets tagged in. Oh, nee, kein Tag Finisher. Cesaro section can't be far behind. He caught him slipping. Really needs to get the and he comes up short. I could have told you that was gonna happen. Heiß, heiß, heiß. Zack. Jay ist nieder. Squeeze wieder. Jimmy. Ich weiß wieder nicht, wer schon von den zweiten Superkick als Finisher hat. Als, ja. Boah, ich bin so schlecht heute. Oh, wir bluten. Wir kontern. Oh, a terrific reversal by Jimmy Uso. He misses there. You just can't miss. Die Konterei gibt mir heute so auf den Keks, ey. Superkick geht durch. Game, set, match. This one is over. The situation, oh, wir haben keine Ausdauer. Wie immer so. Ganz dreckig. Oh. A clubbing blow. Na, wieder zu früh. Sheamus with the Irish curse. No. Sheamus is done, Byron. My gosh. And it's fired by Sheamus. Good grief. We may be looking at our winner here, guys. Jetzt hat er einen Finisher, wahrscheinlich kann er mit dem auch aus dem. Wow, Jimmy Uso just timed that perfectly. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Das war nicht schön, aber ich bin gerade wirklich total überfordert. Nein, es ist wirklich der, der nur den scheiß Simon blöden Sprunglock kann, nicht den Superkick. Das ist zum Kotzen. Jey Uso with the tag. Uso splash. That'll put Sheamus in a bad mood. It could be over here. Wo ist Cesaro? Cesaro kommt. Ja, er hat es mir geschafft. Boah. Boah. Leck mich fett. Boah. Uiui. Here are your winners, Jey Uso. Lecco mio, eh. Uso. Uso. So, und schon, ich vergesse mein Stoppuhr zu starten. Hat gerade keine Ahnung, bei wie vielen Minuten das sind. Also mache ich jetzt hier noch einen finalen Cut und danach kommt unser letztes Match. Machen wir noch ein Hell in a Cell Match. Wow. Und ja, ich denke mal, wir könnten Champion gegen Champion machen. Brock Lesnar gegen Jinder Mahal. Hell in a Cell, das wäre doch was. Also, letzter Schnitt. Ich bedanke mich wieder und hoffe bis gleich. Ciao.